Hey Leute, hier, willkommen zu einem weiteren Video zu Brawl Stars. Manchmal passieren Dinge, die man so nicht erwartet hat. Und zwar im Video heute wollte ich eigentlich den Wurm-Dino vorstellen. Da ist aber jetzt was dazwischen gekommen, nämlich der Brawl Talk. Und ganz viele Brawler kriegen halt unter anderem neue Hyperladung. Und ein Brawler, der eine neue Hyperladung kriegt, ist Bibi. Und ich glaube, das ist nicht deutlich geworden, seit ich wieder spiele. Aber damals habe ich Bibi sehr, sehr gerne gespielt. Ich meine, ich habe mir hier zum Beispiel auch einen Skin geholt für Bibi. Und da sie jetzt halt mit dem nächsten Update nochmal besser wird, ich würde gerne jetzt ein bisschen reinkommen und so gesehen wieder lernen, wie man Bibi spielt heute im Video. Ihr dürft mir da gerne auch in die Kommentare schreiben, Bardur, du hast das falsche Gadget, Bardur, du hast die falsche Star Power ausgewählt. Und da muss ich sagen, stimmt vielleicht sogar. Ich habe jetzt hier das Gadget ausgewählt, wo sich Bibi heilen kann. Ich finde aber auch hier das Gadget gar nicht schlecht, wo du machst, dass Bibi Gegner verlangsamt. Ich denke, der Take ist, das soll man für Solo-Showdown benutzen und das für 3 gegen 3. Falls ihr natürlich neue seid, dürft ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen und ihr helft da Zuschauer von diesem Video. Habe überhaupt abonniert. Und wisst ihr was, ich bin sogar so ein Goblin. Ich level Bibi hoch. Ich mach mal das, dass sie mehr Schaden macht. Wenn es schlecht ist, sorry. Nope. Nee, du kannst Gegner einfach wegheaten. Ich finde das super. Ich versuch mal, irgendjemanden zu surprisen. Nope. Okay, sie war bereit, mich zu killen. Boom. Oh, schade. Da unten ist ein Griff. Ist hier unten einer? Nope. Okay, ich kann da nicht kochen. Da unten vielleicht. Let's go. Nochmal die Heilung. Alter, macht Griff viel Schaden. Okay, ich gehe mal nach hier oben. Ich hätte sie jetzt killen können mit meinem Super, aber ich glaube, ich brauche meinen Super, um den Griff zu killen. Deswegen lasse ich Bibi mal leben. Okay, doch nicht. Let's go! Bibi ist chillig. Ja, Solo schon dann. Man muss Solo schon leider immer so ein bisschen spielen wie so eine Ratte und sich verstecken. Gegner wegheaten macht immer noch genauso viel Spaß wie früher. Selten ist erstmal doof. Ich switch mal die Star Power. Gib mir den Schild. Ich will mal das mit einem Verlangsam ausbrennen. Ich hab ein Schild. Ich lauf einfach rein. Oh! Lol. Das könnte ballen. Ich versuch's. Also, ich hätte wahrscheinlich ein Tor machen können. Aber es hat mich komplett auf den Fall. Dude, ich bin 30, wenn mir auch in den Ball zugepasst hat. Ich habe nicht mehr die junge Menschenreaktionszeit. Jetzt. Wir kochen. Wir kochen. Da muss mein Ball. Das, was ich jetzt übrigens gemacht habe, ich habe mich einmal gedreht. Das hätte vielleicht gekriegt, dass ich gebannt werde. Weil mit dem nächsten Update kommt hier eine. Also ist das für jede Partie, aber es kommt auf jeden Fall eine Meldefunktion rein ins Spiel. Und da kannst du dann zum Beispiel als Spieler melden, dafür, dass die halt ein schlechter Teammate sind. Wenn ich mich einmal im Kreis drehe, statt einen einfach reinzumachen, das ist ja leicht toxisch, ne? Weiß ich nicht. Darf ich vielleicht nicht mehr machen. Und es war einfach ganz super selten. Wünschen wir stark. Und das mache ich jetzt mit dem Wissen, dass ich Bibi noch spielen werde diese Season. Ansonsten wäre es eine Geldverschwendung. Ich finde Speedboost vielleicht. Ach. Ich bin ja so ein halber Tank, ne? Ah, dann. Dann darf ich nicht so wild reingehen. Ich habe gerade übrigens mein Team gekillt, den ich, den Devil, in meine Teammates reingehauen habe. Wäre der besser geflogen, hätte ich die Krähe zweimal hätten können. By the way, Verlangsamung. Ich muss das Gadget auch aktivieren, damit es verlangsamt, by the way, ne? Muss man mal auch sich im Kopf behalten. Tara war jetzt so ein bisschen so wie der neue Spike-Skin, der bald rauskommt. Ich denke, Leute wissen, was ich damit meine. Du bist verlangsamt. Oh, oh. Das ist natürlich smart, den verlangsamen und dann wegzujeeten. Ne? Das ist natürlich eine sehr gute Kombo gewesen. Aber nee, wenn man ein Gadget hat, man müsste das auch schon aktivieren, damit man es mal sieht. Ne? Wäre vorteilhaft. Aber ich habe auch viel Leben. Ich habe 10.000 Leben. Let's go. Ja, der Schild ist halt so gut, ich sollte ihn auch richtig nutzen. Das Ding ist, mit Speedboost nutze ich halt viel mehr. Ich bin einfach Speedboost-Spieler. Ich sollte switchen. Auch mit dem Gadget, mit der Heilung. Ist halt einfach flexibler, sich heilen zu können. Die sind verlangsamt. Die Verlangsamung ist auch gar nicht so kurz, also es hat ein bisschen gekickt. Mein Team konnte da einsammeln. Ich mach mal hier ein bisschen Druck. Okay, Gadget hat gar nicht getroffen. Ist trotzdem der Win. Ich habe lieber mehr Movement Speed, weil dann kann ich ja auch leichte Angriffen ausweichen. Ich fühle das mehr. Wobei die Verlangsamung, wenn sie gekickt hat, war es halt schon cool. Gibt der Verlangsamung noch eine Chance, aber ich glaube, ich will den Speed von haben. Ich will übrigens auch nochmal sagen, mit dem Megaschwein, da kommt was. Willst du mal reinschießen? Wieso habe ich den nicht aufs Tor gezielt? Ah, ich bin tot. Und ich habe hier einen Speed Boost, ich bin nicht tot. Zack, got him. Got him. Okay.
Okay, es war ein bisschen gemein. Gib mir den Ball, 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 gib mir den Ball. So, wir sind ein klebriger Boy mit dem nächsten Hit. Nein? Okay. Okay, ich habe ein Gadget einfach nur gewastet. Mein Super ist auch weg. Obwohl ich nicht geschossen habe, ist mein Super weg. Ich habe doch nur gezielt. Ja, die haben jetzt safe ein Tor. Haben wir verloren? Das Ding ist, das ist kein Underdog-Match. Guckt euch einfach mal den Schaden an und sagt mir, wie das kein Underdog-Partie ist. Einfach ein Imposter. Ja, und könnte man den jetzt melden für Bad Teammate? Weil der war ja einfach schlecht. Das Ding ist, für Bad Teammate, du kannst ja gebannt werden für einen Tag. Wenn du häufig bewertet wirst nach dem Meldefeature als Bad Teammate, der Edgar wird bestimmt häufig dann gemeldet. Und der ist ja einfach kacke. Der hat ja nichts Toxisches gemacht, der ist einfach ein schlechter Spieler. Bad Teammate. Aber was kann der denn dafür? Nee, die Heilung macht für mich viel mehr Sinn, es tut mir leid. Okay. So. Alter, Bibi ist so cool. Bibi macht so viel Spaß. Es ist ein großer Tag für Leute, die nur Auto aimen. Komm, ich beende das jetzt. Sweet Boost. Oh! Okay, ich hätte schießen sollen. Ich habe gesehen, dass er das geplantet hat. Hat nämlich so mitgemacht. Aber ist okay, es war. 60.000, okay, sorry, ich habe übertrieben. Aber 12 Kills, Alter. Und wenn Bibi ihr Hypercharge hat, dann verschießt sie ja 2 Bälle auf einmal. Und mein Gedanke ist halt, warum ich jetzt auch in Bibi investiere, ist, okay, sie hat dann 2 Bälle, was heißt das denn? Wenn beide Bälle treffen und du auch noch einen Hit machst, dann lädt sie ja auch ultra schnell ihr Super auf. Das heißt, du kannst dann wahrscheinlich mit jedem Hypercharge so 2-mal das Super raushauen, aka 4 Bälle. Ich stelle mir das insane vor. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, okay. Ich sollte ins Gras. Okay. Gefummelt. Vielleicht kann ich einen Double Kill machen. Let's go. Ich bin tot. By the way. Oh, der Poco war low. Lol. Ich habe auf jeden Fall Plus gemacht. Oh, episch. 200 Münzen. Let's go. Interessanterweise werden Powerpunkte langsam Mangelware. Ich hatte extrem viele Powerpunkte, hab schon gedacht, ah, was will ich damit, was brauche ich nicht. Na, vielleicht brauche ich doch ein paar mehr Powerpunkte. Gib mir die Heilung. Wobei, das mit dem Verkleben könnte in Tresorraub auch gut sein. Gib mir die Heilung, sorry. Find auch lustig, wie man Rico einfach gar nicht mehr sieht. Oh. Ja, sehr gut, 2 getötet. Okay. Mein Gedanke war jetzt, ich treffe den Tresor plus den Gegner ein bisschen. Ich glaube, ich habe den Gegner nur so halb getroffen, kann das sein? Nee, weg. Ah, schade. Edgar, hau ab. Nein, ich habe den Ball nach rechts gezielt, aber... Oh nein. Nein, Spike, warum haust du ab? Spike! Bist du ein Imposter? Okay, sorry, wir müssen Druck machen. Oh mein Gott. Kann der nochmal hitten, irgendwas? Schade. Snipe? Na, okay, sorry. Ich hab vergessen, dass du auch da bist, Spike, weil du nutzlos bist, sorry. Alter, was ist denn mit... Der ist ja wirklich nutzlos, unser Spike. Gut, thanks. Sehr gut. Ich vertraue mal, dass Spike auch nur für 3 Sekunden verteidigen kann. Ouch. Oh, schön von Colette. Habe ich nicht gesehen. Spike, aktiviere doch den Hypercharge. Obwohl er ja nicht absichtlich versucht. Oh! Oh! Thanks und ich haben es noch geklatscht. Im Fun-Faktor, ich bewerte ja Brawler nur nach Spielspaß. Bibi sehr, sehr hoch. Bibi macht sehr viel Laune gerade. Ich fake den Teleporter. Ist wichtig, damit die Gegner auch nach hinten gucken. Ich push mal wild rein, weil hier vorne ist einer. Okay, ich hätte mich aber auch mit dem Gadget noch heilen können, ne, by the way. Wenn ich so einen wilden Push mache, wenn ich das Gadget aktiviert hätte, ich wäre da nicht gestorben. Es ist ein Skillproblem gewesen. Man muss manchmal einfach wissen, wenn die Teammates kacke sind. Das war jetzt ein Moment. Kein Gadget mehr, ich muss es gerade einsetzen. Denn man greift doch an! Digga! Bist du ein... Sie stand quasi frei und du musst es halt noch spannend machen. Warum? Aber nochmal festhalten, ich habe seit 4 Jahren Bibi nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob die Gegner auch seit 4 Jahren Dynamite nicht gespielt haben. Wenn ja, sorry. Oh, ich habe sogar noch das Gadget eingesetzt, um sicher zu gehen. Ich glaube, mein Team fummelt das jetzt, by the way. Und der hat, glaube ich, seinen Super, der wird jetzt einen Double Kill machen. Das ist alles, was ich mit Super nicht richtig... Er ist unten im Busch.
Teammates, er ist unten im Busch. Da ist so ein bisschen Gras. Ihr habt ihn jetzt sogar gesehen. Er zeigt dich sogar. Wir sind guckt. Nein, nicht nah ran. Ja. Okay. Hä? Komm, YOLO. Ich hab einen getroffen. Sehr gut. Sie ist tot. Hä? Den würde ich zum Beispiel melden zum schlechten Teammate. Ja, Vivi macht Laune. Okay, ich habe mir jetzt jeden Modus einmal angeguckt. Wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt herauszufinden, welche Partie ich Uncut machen soll. Immer eine Uncut-Partie pro Video. Leute schreien immer nach Uncut Solo-Showdown. Ich gucke mir mal Solo-Showdown an und wenn es gut ist, mache ich das gleich Uncut. Ich habe mir nicht angeguckt, wer in der Runde ist, aber ich glaube, Mortis war in der Runde. Ja. Ich habe Zeit. Liebe Krähe, ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Nope, hast du nicht gehabt. Okay. Ich klar den Cube da unten nicht, weil jetzt ein anderer gekommen ist. Doch, ich krieg noch. Let's go. Sehr gut, Mortis. Du hast keinen Bock da zu stehen, oder? Hä? Er holt direkt seinen großen Bruder. Komm. Komm on. Sehr gut. Da unten ist noch ein Cube. Komme ich da noch dran? Ich komme noch dran, ne? Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht gar nicht schlecht aus gerade, die Partie. Also, guter Start. Da links ist ein Cold. Dabei finde ich es doch inzwischen gar nicht mehr so kalt. Got him. Sorry. Das Timing. Das ist gut, dass mich keiner getroffen hat. Aber ich wollte gerade runtergehen. Um Cold ein bisschen Schaden zu machen. Sorry, Cold, ich brauche das. Okay, haben wir uns dann super. Müsste man super den ich schon halb killen, wenn ich den damit einmal treffe? Actually, ja. Okay, der hat keinen Angriff mehr über. Sehr gut. Ich habe auch so viel Leben. Er hat wieder. Du musst vorsichtig sein damit. Ja, Mike, du musst vorsichtig sein. Du hast nur noch ein. Ich glaube, du hast das Geld nicht nochmal. Er ist gewastet. Du bist tot. Ich gewinne die Runde. Ist gewonnen. Ich mache den Krähe-Druck, weil ich glaube, die Krähe ist die größere Gefahr. Vom Dynamike habe ich halt keine Angst. Sorry, kein Hate an Dynamike-Spieler, aber vor Dynamike habe ich null Angst. Ich bin halt auch so schnell. Er kann mich jetzt nicht mehr betäuben. Er hat alle rausgehauen, alle Gadgets. Sein Super hat er gerade rausgehauen, das heißt, er müsste mich nochmal kommen. Er kann das Original nicht gewinnen. Ich weiß einfach jetzt ein bisschen aus, bis er. Ich hau ins Giftgas. Ja, das war einfach easy. Richtig easy, stabile Runde. Ich glaube, ich mache sogar diese Runde jetzt einfach zur Uncut-Runde, weil es so eine clean Runde war. Also, es hat hier wirklich alles so geklappt, wie ich das wollte. Ich habe sehr viele Quests für Duo-Showdown, ne? Ich hasse Duo-Showdown, aber... Komm, ich mache einmal Duo-Showdown, aber ich hasse diesen Modus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist mein absoluter Hassmodus. Wir gehen jetzt aber kurz nochmal zum Ende rein. Aber ich mag den Modus nicht. Ja, Bibi, lustig. Bibi macht mir immer noch sehr viel Laune. Ich habe wirklich Bock auf ihre Hyperladung. Ich hoffe, die braucht nicht so viele Hits, um sich aufzuladen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Weil ich glaube, sie könnte eine der stärksten Brawler im Spiel sein. Glaube ich ganz ehrlich. Hä, was macht er denn? Hä? Warum jumpt er uns einfach an alleine? Squeaky, kannst du mal da unten checken, ob einer ist? Willst du nicht einen Busch checken? Nein? Okay, gut. Ich fände es nämlich... Also, ich mag das ganz gerne, Büsche zu checken. Sorry. Heilung. Dein Teammate kommt auch gleich, aber ist mir egal. Das ist mir doch nicht ganz egal. Ich lass es mal kochen. Ja gut, Mortis, du hast dich so weit weg entfernt wieder von allen. Squeak, den haben wir. Nope, bleib mal in der Ecke. Wir mobben den einfach. Squeak. Warum gehst du... Squeak! Absolute spielerische Basics. Wenn ich unten zumache, musst du oben zumachen. Warum geht ihr auch nach unten? So, da oben könnte ich wahrscheinlich mit einem Super Snipe... Okay. Ich habe das jetzt geworfen, weil ich Edgar schon zugetraut habe, Squeak zu killen. Ich war ein bisschen weiter weg. War eine stabile Runde auch. Also, ich habe gerade einfach wirklich einen Lauf. Man hat selten mal ein Video, was man auf einer guten Note beenden kann. Ich
Okay, ja, wir ignorieren, dass das hier nur selten war. Ich hoffe, das Video geht ungefähr 15 Minuten. Ich habe das jetzt für 40 Minuten aufgenommen. Fun Fact, ich nehme Wolsters mal so 40 bis 60 Minuten auf. Und morgen gucken wir uns dann Duck einmal an. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wie ist eure Meinung zu Bibi? Schreibt mal in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Und ciao.